Denn was bedeutete Freiheit, wenn sie doch in einem Körper gefangen sind und bleiben bis zum unvermeidlichen Ende und dann dieses Gefängnis wieder anderen Körpern aufbürden? Einem Körper, der masochistisch programmiert ist, als ein selbstzerstörerischer, sich selbst aufhebender, sich nie selbst erreichender, das Reale nicht berühren könnender Körper, der nur in der Veränderungsbewegung, in der Entfremdungs-, der Alienierungsbewegung über das andere, die andere, das Objekt sich zu verwirklichen weiß, die Wirklichkeit in Aktion zu setzen vermag, ohne dabei dessen Wirkursache, Wirkziel, Wirkende selbst zu begreifen. Und sie also diesem determinativen Gefängnis entkommen können müssten, aber das sei das Reale vor, dass sie in dieser Struktur für seine Petrischalen-Experimente bewusst gespalten hat durch die sexuelle Begehrensmaschinerie, die nur über Entfremdung, Veränderung, Veräußerlichung und zuletzt sich unterwerfen und vertilgen machen lassen, sie damit beauftragt hat, das weiter fortzusetzen, ohne sich einen Deut um dasjenige zu bekümmern, was ein imaginäres, individuelles Selbstbewusstsein anginge.